Hello guys, ich kann wirklich nichts dafür. Ich schalte heute Morgen meinen Laptop an und da poppt dieses Video hoch. Erstmal ein bisschen Werbung. Das war auch von YouTube. Und ich habe mir das eine Minute angeschaut und mir gedacht, das muss ich teilen und muss ganz kurz was dazu sagen, kommentieren. Denn ganz so easy ist es leider nicht. Film ab. Es geht um Millionär werden mit Aktien und Sparen und so weiter und so weiter. Ja, hier von der Wall Street. Hey, das Verrückte ist, die meisten Leute könnten wirklich einiges aufbauen. Wenn es darum geht, um ein Portfolio sogar, du kannst sogar Millionär werden. Aber was bremst uns, ist der Konsum. Ich stehe hier direkt an der New York Stock Exchange. Es bremst uns der Konsum aus. Viele leben auch wie so Babys eigentlich. Die wollen alles erledigt bekommen, die sind zu faul zum Kochen. Die sind zu faul, die U-Bahn zu nehmen oder das Auto nehmen, dann lieber ein Uber oder ein Taxi. Und überall ist auch so eine Bequemlichkeit irgendwie. Stopp. Also, der erste Punkt war, die Leute sind zu bequem. Ja, grundsätzlich stimme ich dazu. Nur muss man da wirklich differenzieren. Ja. Wenn er sagt, die Leute sind zu bequem, wer sind die Leute? Ja. Im Marketing sagt man dazu, das sogenannte Persona. In dem Fall bei ihm ist es Buyer Persona, in dem Fall Follower Persona. Also das heißt, die Follower, von denen er ausgeht, die seine Videos gucken, ja, sagt er, also definiert er mit Leute. Leute sind wie kleine Babys. Leute sind, Zitat, zu bequem, zu faul zum Putzen, zu faul zur U-Bahn zu nehmen und so weiter und so weiter. Da steckt schon ein Wahrheitsgehalt drin. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich differenzieren. Wenn ich jetzt halt innerhalb dieser Leute jemanden drin habe, wie zum Beispiel einen hochbezahlten Vertriebsangestellten oder auch einen Selbstständigen oder einen Freelancer-Webdesigner oder sowas, der über 100 Dollar, in dem Fall in New York, wahrscheinlich sogar etwas mehr in der Stunde verdient. Und er hat mit Uber, ich weiß nicht, wie viel das kostet, 10 Dollar die Stunde bezahlt. Nicht die Stunde, Quatsch. Er hat 10 Dollar einen Trip bezahlt und bei der U-Bahn vielleicht einen Dollar, also 10 mal mehr. Aber dafür doppelt so schnell ans Ziel kommt vielleicht oder sowas, ja. Also man muss dann schon nochmal genau differenzieren, ja. Denn nur Kosten auf ein Minimum zu senken, hat noch niemanden reich gemacht. Ja, sondern immer nur das Delta, die sogenannte Margen zwischen Kosten, Ausgaben und Einnahmen. Und in unserem System ist es häufig so, dass die Einnahmen sehr stark davon abhängen, was ich an Ausgaben habe, sprich meine Investitionen. Das heißt, ich muss häufig erstmal was investieren und dazu gehört zum Beispiel auch schneller Transport. Wenn ich im Vertrieb arbeite und habe einen Termin vor Ort, muss ich Taxi und so weiter nehmen. Ja? Auch wenn ich jetzt sagen wir mal selbstständig bin und muss es selber bezahlen oder was, oder ich kann es absetzen oder was auch immer. Aber grundsätzlich muss man erstmal eine hohe Marge, ein hohes Delta erzeugen können, damit man überhaupt erstmal eine vernünftige Sparrate erzeugen kann. Ja. Er spricht jetzt gerade als nächstes, punkto Sparrate, sagt er gerade noch was. Ich wollte eigentlich zwei Punkte reagieren. Das eine ist Bequemlichkeit. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Das ist ein Grund, warum ich das hier teile. Das ist nämlich ein sehr wichtiger Punkt, den er hier anspricht. Und er selber, ich kenne den Kanal ein kleines bisschen, ist jemand, der, ich glaube, über 2 Millionen Depot hat innerhalb von 20 Jahren oder so angespart. Aber. Du kannst sogar Millionär werden. Aber was bremst uns, ist der Konsum. Ich stehe hier direkt an der Konsum. Ja klar,
Und es gibt auch bei Konsum, gibt es zwei verschiedene Arten von Konsum mindestens. Ja? Der eine ist natürlich der negative Konsum, der dich natürlich blockiert, ja? Irgendwie schlechte Ernährung und so weiter und gleichzeitig vielleicht auch noch viel Geld kostet, aber auf der anderen Seite ist, sagen wir mal, kann Konsum auch ein Treiber sein von und sozusagen kann ein Kostenfaktor sein, Konsum, aber auch gleichzeitig ein Treiber, mehr Einnahmen zu generieren. Ja, zum Beispiel, du belohnst dich mit irgendwie einem schönen Auto und das ist dein Ziel gewesen und verdienst somit halt insgesamt mehr. Ja, also so einfach ist das Leben leider, sehe ich das. Bequemlichkeit irgendwo im Spiel für alles. Putzen hat keiner Lust. Und so stecken die Leute dann in so einem Hamsterrad drin und können eigentlich gar nichts sparen. Wenn man mal ausrechnet, ja, es ist eigentlich möglich. Du hast 600 € im Monat, legst du zurück oder 800 oder 700 und das machst du 35 Jahre lang. Was da zusammenkommen könnte, ja, da kannst du es ja allein schon so fast zur Million schaffen. Ja, okay, das ist das immer das Argument auch vieler sagen, sogenannter Frugalisten und so weiter, das allein sparen, man zum Millionär allein durch sparen. Ne? Weil angenommen, du hast jetzt einen durchschnittlichen Job und bist sparsam und und legst 600 € an, wie ich gesagt habe, 35 Jahre lang und hast dann 1 Million. Aber jetzt überleg mal, wir haben heute das Jahr, wo ich das aufnehme, 2021. Jetzt gehen wir mal 35 Jahre. Er sagt 35 Jahre. 35 Jahre zurück. Das war das Jahr. War ich da überhaupt schon auf der Welt? 1900, also 30 Jahre wäre 1990. Und dann noch mal 5 Jahre wäre 1986. Ja, also 2021 minus 35 ist 1986. Und jetzt überleg dir mal, 1986 hast du angefangen, damals noch 600 Mark, sagen wir einfach mal 600 Mark wegzulegen. Und hast bis heute gespart, 2021, und hast jetzt 1 Million. Ist diese Million noch so viel wert heute wie 1986, als du dir angefangen hast und vorgenommen hast, bis zu 1 Million mit einer 600 € Sparrate zu kommen? Also ich würde mal davon ausgehen, dass ich dich sagen mal, da gibt es bestimmt auch irgendwie eine Statistik oder sowas, könnte ich jetzt kurz irgendwo suchen. Mindestens 10-mal bei Faktor 10 die Kaufkraft sich verwässert hat. Ja? Und man kann das auch ganz gut sehen, glaube ich, anhand ja, des Goldcharts. Da bräuchte ich jetzt irgendwie so einen Chart, der so lange geht, 35 Jahre. Aber ich glaube, vor 35 Jahren war eine Unze Gold, ich glaube, bei. Uiuiuiui, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall unter 100 €. Unter 100 Mark. Also, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Scheiße, wo ist jetzt der? Okay. Wenn ich das so gemacht hätte, wie er gesagt hat, 1986, also da war ich ja noch ein Kleinkind, aber ich meine, wenn du jetzt das so gemacht hättest, du bist jetzt nochmal etwas älter wie ich und bist heute auf 1 Million gekommen, nach 35 Jahren, 1986 bis 2021, und hast jetzt nochmal 1 Million € in dem Fall, wir haben aktuell Euro auf dem Konto. Also ich kann nur so viel sagen dazu. 1986 hast du für 1 Million Mark eine fette
sag mal, ein fettes Einfamilienhaus bekommen, dass du zwei Einfamilienhäuser bekommen. Also ich kann mich mal zurückerinnern, meine Eltern, wie die das gekauft haben, damals eine Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung, da waren wir schon drei Kinder. Immobilien sind auch ein sehr guter Indikator, was Kaufkraft betrifft, abgesehen, oder Edelmetalle auch. Auf jeden Fall, was hat das damals gekostet? Ich glaube 140 Quadratmeter Reihenhaus, 300.000 Euro oder sowas. Aber das war schon danach. Nee, das war um den Zeitraum. Und heute ist es, glaube ich, 700.000 Euro oder sowas. Naja, egal, auf jeden Fall. Also diese Million heute ist ungefähr so viel wie, ja, ich würde mal sagen, also mal ganz milde gerechnet, 200.000, 300.000 1986, wahrscheinlich etwas weniger, ja. Was du jetzt nochmal an Kaufkraft bekommen würdest, eben zum Beispiel im Immobilienmarkt. Das heißt, de facto hättest du vielleicht heute eine Million als Zahl auf deinem Konto stehen, aber kriegst dafür nur so viel wie damals für 300.000 Euro. Also, du hast immer noch 70% bis zur eigentlichen Million, das will ich damit nur sagen, die du dir 1986 vorgenommen hattest. Also dieses Modell, ja, ich spare mal eben 35 Jahre und gönne mir keinen Cappuccino bei Starbucks, ja, und fahre niemals ein Auto. Ich meine, ich bin da ja eh so sehr sparsam, aber ab und zu vielleicht mir auch mal einen aus und auch einen Sportwagen. Aber verstehst du, ich lebe quasi mein ganzes Leben irgendwie halt spartanisch. Und dann bin irgendwann meinem Ziel angekommen. In Wirklichkeit bin ich immer noch 70%, habe ich nur 30% von meinem eigentlichen Ziel, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, erreicht. Faktisch, ja. Inflationsbereinigt sozusagen. Und das geht halt hier in dem Gespräch ja vollkommen verloren. Und ich meine, auch von was für ein Zeitraum spricht er da? Ja, 35 Jahre. Ich meine, wer kann denn heute überhaupt noch im entferntesten absehen, was in 35 Jahren ist, weil er macht ja das Video jetzt. Er spricht ja heute zu den Leuten, die Leute, also seine Follower, ja, und sagt, wenn du jetzt anfängst und sparst 35 Jahre, hey, ja, was ist in 35 Jahren, Leute? Ja, keine Sau kann das, niemand kann wissen, was in 35 Jahren ist. Also 35 Jahre von heute, das sind, dann wären wir 2051. Oder warte, nee, warte. Kann nicht besonders gut rechnen. 2056. 2056. Ja, angeblich soll dann der Computer ja schon wesentlich schlauer sein wie der Mensch. Ja, ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, weil in vielerlei Hinsicht ist er heute schon schlauer wie der Mensch. Ja, also, ja. Das geht mir hier komplett verloren. Also, man kann im Grunde, wenn man will, sich einiges aufbauen. Nimmst du noch einen Nebenjob dazu, eine 450 Euro Nebenjob?